Du hast eine Partnerschaft oder hast jemanden kennengelernt und eigentlich war alles soweit in Ordnung, bis dieses komische CV-Ding in unser Leben aufgetaucht ist und plötzlich ist einer von euch beiden der Meinung, das ist alles irgendwie total übertrieben. Hier läuft ein ganz anderer Plan im Hintergrund ab und das ist doch nur eine gewöhnliche Grippe. Es gibt es zwar, aber es ist nur eine gewöhnliche Grippe und ich glaube, das ist irgendwie was Politisches und du denkst aber vielleicht, es ist eine Pandemie und wir müssen uns jetzt einfach an die Regeln halten und dann wird irgendwie schon wieder alles gut. Das führt oft zu großen Streitigkeiten, Beziehungsproblematiken oder sogar bis hin zur Trennung. Was du dann machen kannst, das erfährst du gleich. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine Kretz. Ich bin Autorin für gesellschaftliche und zwischenmenschliche Beziehungen sowie eben auch Kommunikation. Und vor allem, es geht um die innere Stabilität für glücklichere Beziehungen. Streit ist eigentlich ein ganz wunderbares Mittel, weil Streit zeigt ganz deutlich, wo du eben auch stehst, wo du deine innere Balance verlassen hast. Und wo du mal so richtig an die Decke gehen kannst und wo deine Schwäche also liegt. Denn wenn wir wütend werden, wenn wir in einem Streit so richtig impulsiv werden, dann liegt es meistens daran, dass dahinter doch eine eindeutige Blockade liegt. Und im Grunde ist es eine große Chance, die wir haben, um die eben auch zu lösen. Was ist aber jetzt, wenn dein Partner A sagt und du sagst B? Wie ist es möglich, dass er wieder auf einen grünen Zweig kommt, obwohl ihr so unterschiedliche Meinungen habt? Tipp Nummer 1, hört euch gegenseitig zu. Fallt euch nicht gegenseitig ins Wort, sondern hört doch einfach mal die Argumente. Seid auch bereit, euch Argumente anzuhören, warum der eine A sagt und der andere B sagt. Was ist der Hintergrund? Wie kommst du auf diese Ansicht? Wie kommst du auf diese Meinung? Tipp Nummer 2. Nach dem Zuhören ist natürlich, dass man auch bereit ist für andere Informationen. Könnte da etwas dran sein? Ist zwar nicht meine Meinung und das gefällt uns auch ganz und gar nicht, weil jeder will immer Recht haben und wir wollen, dass der andere auch uns versteht. Warum ist uns das denn so wichtig? Weil der Mensch ist so darauf ausgelegt, dass wir uns mit denen zusammentun, die unsere gleichen Meinungen und die uns sehr ähnlich sind. Wir haben dieses Zusammengehörigkeitsgeflecht so, dass wir uns natürlich mit denen, wie man so schön sagt, auf der gleichen Wellenlänge sind, mit denen verbinden wir uns und die ziehen wir auch automatisch in unser Leben. Wenn aber jetzt die Wellenlänge, wenn das hier so ein Wechselstrom wird zwischen euch in einer Partnerschaft, dann ist das wirklich problematisch. Und es wird zu Streit und eventuell eben auch zu Trennung führen. Deswegen ist es deswegen so wichtig, nach dem Zuhören, schluckt es mal runter und hört euch die andere Perspektive an, anstatt es sofort abzulehnen, sondern werdet offen dafür und lest euch diese Informationen oder schaut euch diese Informationen auch an. Nicht mit dem Hintergrund, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, sondern wirklich auch mal, ich schaue es mir an und denk mal drüber nach. Punkt Nummer 3, wo ist denn euer wo sind eure Übereinstimmungen? Vielleicht habt ihr euch jetzt die verschiedenen Thematiken zurechtgelegt und ihr seid einfach noch auf der Sachebene und sagt, okay, das und das, das kann ich auch nachvollziehen, da und da bin ich überhaupt nicht bei dir. Und auch das ist ja letztendlich nicht schlimm. Natürlich ist es schöner, wenn man der gleichen Meinung ist, aber es heißt nicht, dass sich die Beziehung deswegen trennen oder dass ihr euch trennen müsst oder dass die Beziehung deswegen komplett auseinandergeht. Punkt Nummer 4. Ihr habt eine Thematik oder verschiedene Punkte, wo ihr von der Meinung her komplett auseinandergeht und wo es immer, immer, immer wieder zum Streit kommt. Trefft die Vereinbarung, über diese Thematik wird nicht gesprochen. Ihr könnt auch sowas wie ein Codewort sagen. Dann sagt ihr C-Stopp oder was es auch gerade sein muss, was auch eure Thematik ist, oder denkt euch irgendein Wort aus oder Blumenstrauß oder Blumentopferde, was auch immer. Nehmt ein Codewort, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt hier, das überschreitet jetzt meine Grenze. Und du merkst ja vielleicht auch, wo fängst du an wütend zu werden, wo bist du nicht mehr in der konstruktiven Kommunikation, wo
sind deine Emotionen und deine Impulse und deine Wut und deine vielleicht Aggressivität oder Enttäuschung, Verletztheit so stark, dass das zu einem großen Konflikt wird. Daher trefft diese Vereinbarung eines Wortes, sodass jeder weiß, okay, das ist jetzt halt drüber. Ihr könnt dann vielleicht später nochmal drüber sprechen oder vielleicht die eine oder andere Thematik einfach beiseite lassen. Und der letzte Tipp ist, fokussiert euch darauf, auf euch, was euch verbindet. Also nicht auf der Sachebene, sondern eure Liebe. Also ihr liebt euch ja wahrscheinlich und versucht dann miteinander so zu sprechen, dass ihr eben auch sagt so, hey, ich liebe dich, aber ich habe einfach eine ganz andere Meinung dazu oder ich verstehe es einfach nicht. Dass ihr wirklich auch auf die Gefühlsebene geht und auf das, was euch miteinander verbindet. Dadurch entsteht auch wieder Zusammenhalt statt Spaltung. Das ist mit Sicherheit der wichtigste Punkt bei der ganzen Sache. Ich wünsche euch viel, viel Glück, dass ihr da euren Weg findet, dass ihr nicht in die Streitigkeiten mehr kommt, dass ihr offen miteinander sprechen könnt, weil nur eine offene und aufrichtige und ehrliche Kommunikation ist die Basis und das Fundament einer glücklichen Partnerschaft. Wenn ihr Unterstützung wollt, natürlich geht das auch einzeln, wenn du sagst, oh, ich brauche jetzt einfach für mich auch was, um in meine Stabilität zu kommen, um besser mit Konflikten umzugehen oder eben auch, was kann ich tun, um den Partner auch zu behalten, damit sich das alles wieder verbessert, dann schreibt mich einfach an, vereinbare ein Erstgespräch und ich freue mich dann, von dir zu hören. Bis dann. Achso, like und abonnieren und die Glocke aktivieren natürlich nicht vergessen. Vielleicht hast du ja auch das ein oder andere Buch schon von mir gelesen und wenn nicht, hol das doch noch nach.